Urheberrecht Foto, dpa Hamburgs Pierre Michel Lasogga L. und Hamburgs Kalettnerei feiern den Treffer zum 2:0. Der Hamburger SV feiert seinen ersten Heimsieg. Der Absteiger besiegte am Montagabend im Volksparkstadion Arminia Bielefeld mit 3:0, 1:0, die Tore vor 46.934 Zuschauern erzielten Luis Holt, wie 9. Minute und zweimal Pierre Michel Lasogga, 76. 88. Foulelfmeter. Die Hamburger machten durch den Erfolg einen Sprung vom 12. auf den 3. Platz in der Tabelle. Dagegen kassierten die Bielefelder ihre erste Saisonniederlage. Letzter Sieg in Hamburg, damals noch in der Bundesliga, liegt 14 Jahre zurück. Das könnte sie auch interessieren. Jose Mourinho von Manchester United nach Spurs Pleite mit bizarrer Pressekonferenz. Die Platzherren setzten die Gäste sofort unter Druck und hatten schon kurz nach Beginn Erfolg damit. Nach einer Ecke von Douglas Santos konnte Bielefelds Torhüter Stefan Ortega den Ball nicht festhalten und wurde dabei von zwei Hamburgern bedrängt. Der Ball kam zu Holtby und er köpfte aus naher Distanz ein. Ortega reklamierte, aber Schiedsrichter Arne Arning signalisierte, reguläres Tor. Torschütze Holtby ließ sich das Trikot des langzeitverletzten Jairo Sampirio bringen und lief damit über den Rasen. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel, leisteten sich aber haufenweise technischer Fehler und verloren viele Zweikämpfe. Zweimal stand Bielefeld vor dem Ausgleich, erst scheiterte Florian Hartherz mit einem Freistoß am großartig parierenden Julian Pollers bei 40. Dann leistete sich HSV-Innenverteidiger Rick van Drogelen einen katastrophalen Rückpass 42. in die Beine von Andreas Vogelsammer. Doch der Arminia-Angreifer scheiterte mit einem versuchten Heber über den an der Strafraumgrenze postierten HSV-Torhüter. Ob die Abwehraktion noch im 16-Meter-Raum stattfand, hätte wohl nicht mal der Videobeweis aufklären können. In der zweiten Halbzeit hatte der schnelle Kalettnerei mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen, vergab aber überhastet. Erst der emsige Lasogga schaffte das. Er traf im Nachsetzen, dann vom Elfmeterpunkt. DPA, mehr auf MSN.